Wir bleiben in der Startup-Welt, gehen aber vielleicht ein bisschen zurück und möchten als nächstes, dass die Bühne 6 jüngeren Unternehmen bieten, die ihre Lösungen vorstellen werden. Wir haben extra geschaut, dass es Lösungen sind, gleichermaßen Schweiz, Österreich und Deutschland. Und wir werden das so machen, diese Pitches sind sehr kurz, 5 Minuten. Sie übergeben sich selber das Wort, also ich störe da nicht zwischendurch. Und Sie haben aber wieder die Möglichkeit, am Schluss kommen alle auf die Bühne und dann können Sie sehr gerne Fragen stellen. Wir starten in der Reihenfolge, die Sie jetzt hinter sich eingeblendet sehen. Und ich möchte sehr gern als erstes Michael Kisslinger, CEO Fluidtime, auf die Bühne bitten und danach kommen jeweils die Nächsten. Viel Vergnügen. Hallo allerseits. Ich freue mich, Ihnen Fluidlife, das Green Deal Tool für die Unternehmensmobilität, vorzustellen. Vorab, in den letzten 30 Jahren sind die CO2-Emissionen im Verkehr um 75% gestiegen, also massiv gestiegen, fast verdoppelt im Vergleich zu anderen Sektoren, wo sie sich reduziert haben oder zumindest gleich geblieben sind. Gleichzeitig, wenn wir auf die Straße schauen, sehen wir, dass ca. 50% des Verkehrs unternehmensbedingt sind. Das sind Arbeitswege oder Dienstwege. Für uns heißt das, der Bereich Unternehmensmobilität hat einen extremen wirksamen Hebel, um hier anzusehen, um Mobilität nachhaltig zu gestalten. Betriebliches Mobilitätsmanagement ist hier ein Teil der Lösung und zeigt dreifach Wirkung. Wir sehen das an Zahlen, typische Zahlen, Durchschnittszahlen für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen pro Jahr. Es reduziert CO2-Emissionen, aber es hilft auch, konkretes Geld zu sparen. Und eine Studie aus Deutschland zeigt, es reduziert auch Krankenstandstage. Das heißt, wenn man aktiv dieses Thema angeht, hat man wirklich einen Benefit davon und nicht nur Nachteile. Wenn man sich überlegt, was heißt betriebliches Mobilitätsmanagement, was muss man da alles machen, so haben wir 3 M's, mit denen wir das strukturieren. Motivation, Maßnahmen und Monitoring. Wenn wir uns Motivation ansehen, dann geht es natürlich mal ganz klar darum, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu informieren, für das Thema zu sensibilisieren, Bereitschaft zu wecken und last but not least auch Anreize zu schaffen für eine Verhaltensveränderung. Wir alle wissen, wie schwierig es ist, sein Verhalten zu ändern, vielleicht auf das eine oder andere Verkehrsmedium umzusteigen. Bei den Maßnahmen ist es ein vielseitiges Set von Tools. Wir haben natürlich die Dienstwege untertags zu Kundenterminen, zu Meetings. Wir haben die Arbeitswege zum Standort. Und hier gilt es, verschiedene Maßnahmen zu bündeln oder zu aktivieren, ob es der Umstieg ist vielleicht auf den ÖV oder aktive Mobilität, ob es das Bündeln von Fahrten mit Mitfahrten ist, ob es das effiziente Sharing von der E-Flotte ist oder auch Bereitstellung von Mobilitätsbudgets, um die Umstiege oder die Mobilität zu finanzieren und natürlich das Thema Monitoring, um den Energieverbrauch sichtbar zu machen. Oft weiß man ja gar nicht, was das bedeutet. Und das Monitoring hat dann nicht nur eine Aufgabe letztendlich für eine Berichterstattung Richtung ESG, sondern auch jedem Einzelnen im Unternehmen auch das Thema sichtbar machen. Und genau hier setzen wir mit Fluidlife an. Es ist so ein bisschen vielleicht die Gegenthese zu Fertig, weil Fertig hat diesen starken Fokus. Wir sehen, es muss für ein Unternehmen diese Themen auch bündeln können. Das heißt, ich muss Motivation, Maßnahmen als auch Monitoring wirklich in einer digitalen Lösung unterbringen, damit ich letztendlich diesen Effekt erzeuge. Es gibt ein Managementportal, um das Ganze zu konfigurieren und eben eine smarte App für die Mitarbeitenden zum Mitmachen, zum sich informieren, als auch um sich Ziele zu setzen und zu verfolgen. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen noch im Detail an. Das Infoportal dient mir in der App, Informationen zu erhalten. Ich kann auch Challenges mitmachen. Ich habe die Möglichkeit, Push-Nachrichten zu schicken und Teil dieser Community zu sein. Wir haben ein Punktesystem, wo ich Punkte vergeben kann für positives Verhalten, um eben genau auch diese Benefits bereitzustellen. Wir haben ein Ressourcen-Sharing-Tool integriert, das heißt, ob es das Fahrzeug ist, ob das das Lastenrad ist, ob der Parkplatz, die Ladestationen, geht es ja darum zu sagen, okay, wie manage ich das, wie kann ich Bedarf und Angebot hier entsprechend zusammenzuführen. Das können wir im Ride-Sharing, im Ressourcen-Sharing-Tool, aber eben auch ein Ride-Sharing, sprich gemeinsam ist besser als einsam. Wenn wir zu zweit im Auto sitzen und in die Arbeit fahren,
halbieren wir den CO2-Ausstoß pro Person und Fahrzeug. Aktuell in Österreich, zumindest was die Zahlen betrifft, haben wir einen Besetzungsgrad von 1,08, also jeder fährt mehr oder weniger alleine. Da gibt es natürlich einen massiven Hebel, hier auch entsprechend Ressourcen zu verbessern. Es ist eine integrierte Routenplanung. Ich kann immer schauen und vergleichen, was ist der beste Weg, in welcher Form. Ich kann auch meine Fahrten aufzeichnen. Das heißt, wenn ich später eine Abrechnung machen möchte in Richtung Fahrtenbuch oder an einer Challenge teilnehmen möchte, ist das auch entsprechend integriert. Eine Buchung und Abrechnung, wenn ich beschließe, ein Carsharing zu nutzen, wenn ich beschließe, auch ein ÖV-Ticket zu lösen oder eine Taxifahrt zu machen, kann ich das direkt in der App automatisiert abwickeln, ohne großartig aus der App zu verlassen und etwas anderes machen zu müssen, Sprichwort Mobility as a Service. Mobilitätsbudget steht bereit oder kann ich Mitarbeitenden bereitstellen, um entsprechend hier Incentives zu geben, neue Verkehrsmittel zu nutzen, ein Energiemonitor und ein Homescreen. Die Zeit ist fast um. Ich brauche kein großes IT-Projekt machen. Ich kann es einfach konfigurieren und bereitstellen. Und Fluid Life ist eine neue Initiative von uns. Wir haben schon sehr früh begonnen, Apps zu entwickeln, machen Mobility as a Service in Europa und Nordamerika. Das ist unser Steckenpferd. Und mit Fluid Life versuchen wir, Mobilität nachhaltiger für Unternehmen zu gestalten. Vielen Dank. Und ich gebe jetzt weiter. Danke sehr. Und ich gebe jetzt weiter an den nächsten Michael und viel Spaß beim Zuhören. Okay. Grüezi, oder wie wir in Österreich sagen, Servus. Ich darf kurz referieren über den Spagat zwischen der langlebigen, langsamen Infrastruktur und der zukünftigen Mobilität. Vielleicht vorab eine Frage, welches Tier oder welches Lebewesen, so richtiges Tier, hat die höchste Lebenserwartung oder welches Tier wird am ältesten? Es ist nicht die Schildkröte Murla aus der unendlichen Geschichte, sondern es ist der Grönlandhai. Und ein Grönlandhai wird bis zu 400 Jahre alt, sprich, wenn Sie sowas treffen, der hat noch Galileo Galilei erlebt, der hat vielleicht Charles Darwin begleitet, wie er die Galapagos-Inseln entdeckt hat und hat viel zu erzählen, so ein Hai. Was ist das Lebewesen mit der kürzesten Lebensdauer? Im Wasser ist es der Grottrich, lebt 2 bis 3 Tage. Was ist das berühmteste Tier mit der kürzesten Lebensdauer? Ist die Eintagsfliege. Und wie lange lebt die Eintagsfliege? Naja, einen Tag. Was hat das mit Infrastruktur und Mobilität zu tun? Nun ja, da haben wir ähnliche Parameter, nämlich in der Infrastruktur haben wir eine langlebige, sehr langfristige Infrastruktur. Ein Tunnel zum Beispiel hat eine Dauer von, oder hat eine Lebensdauer von 100 Jahren, eine Brücke von 80 Jahren. Straße so 25 bis 30 Jahre, eine Bodenmarkierung hält so circa 2 bis 5 Jahren. Versus dagegen die Mobilität, ein normales Auto hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 12 Jahren. Interessant sind für mich vor allem die Firmen-Kfz, das ist die Lebensdauer nämlich 3 bis 5 Jahre, nämlich eine Leasingdauer und dann kommt das nächste Kfz mit neuen Sensoren, mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten, sprich mit neuen Parametern, damit die miteinander kommunizieren können. Und wenn man sich anschaut, wie können die kommunizieren miteinander, naja, ein Match hätten wir bei der Bodenmarkierung mit dem Firmen-Kfz, das ist ungefähr die gleiche Lebensdauer. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum beim autonomen Fahren sich viele Autos an der Bodenmarkierung halten und da die Daten von der Infrastruktur sich holen und mit der Infrastruktur in dem Sinne kommunizieren. Ja, eben schon angesprochen, autonomes Fahren. Autonomes Fahren, die Infrastruktur ist sehr langfristig, sehr träge, hinten nach. Wenn ich dann dazu komme mit Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeitsprüfungen, das macht sich schneller. Aber nicht nur die Hardware ist langfristig und langsam, sondern auch die gesetzlichen Anpassungen und die soziale Akzeptanz. Wir haben beim einen Vortrag gehört, die Denkfallen von einem Astra-Vortrag. Solche Denkfallen gibt es dann auch natürlich, die brauchen Zeit. Versus die Mobilität, die ist sehr schnell, geht sehr schnell voran. Täglich kommt eine neue Innovation, täglich kommt eine neue Mobilität am Weg. Man sieht auch die Ausbildungszweige, ein Verkehrstechniker braucht 3 bis 5 Jahre, ein IT-Techniker, der was Schnelles, Mobiles erfindet, da geht es um ein paar Monate. Ein Beispiel vielleicht, wo es eben gecrashed hat, wo es überhaupt nicht funktioniert hat, die Kommunikation zwischen Infrastruktur und Mobilität. Das rechts ist meine Frau, wir sind gefahren 2019 das erste Mal mit einem so einem Leihroller zum Valentinstag, sind gemeinsam verliebt zum Abendessen gefahren. Damals wussten wir nicht, wo dürfen wir mit dem Ding fahren. Wo darf man das abstellen? Wer darf damit fahren? Das war völlig unklar. Aber ich habe mir damals schon gedacht, das ist die Zukunft der Mobilität im urbanen Raum. Von rein von den physikalischen Parametern her, das ist ein Gerät, das hat ca. 15 Kilogramm, transportiert mich mit knapp unter 100 Kilogramm. Der Kauf, so ein Roller kostet nicht viel, die Betriebskosten sind überschaubar, aber völlig gecrashed.
hat überhaupt nicht funktioniert. In Wien ist es komplett eingestellt worden, so gut wie komplett eingestellt worden. Früher fahre ich im Sommer fast jeden Tag von Tür zu Tür. Mittlerweile geht das überhaupt nicht mehr, man muss es irgendwo abstellen. Es ist sehr kompliziert geworden mit den Regulatorien, es ist sehr teuer geworden. Ich fahre wieder, wie wir schon auch bei einem Vortrag gehört haben, mit meinem 2-Tonnen-Auto und fahre mit den Rollern so gut wie überhaupt nicht mehr. Völlig gecrashed, weil die Infrastruktur, einerseits die Hardware, andererseits auch der soziale Kontakt oder soziale Parameter überhaupt nicht mit dieser Mobilität mithalten hatte können und völlig gecrashed ist. Ja, was heißt das für uns in der Spagat zwischen langlebiger Mobilität und Infrastruktur und Mobilität? Ja, wie schaffen wir es eben, dass die alten Infrastrukturen mit neuen Parametern umgehen können? Wie können wir mit Flugdrohnen umgehen? Wie können wir den Spagat schaffen mit neuen selbstfahrenden Autos und dergleichen? Diesen Spagat, die Lösung weiß ich selber nicht, aber was wir anbieten können bei uns in der Firma, wir haben Ingenieure, die sowohl in der Infrastruktur arbeiten, als auch in der Mobilität, sprich wir können beides abdecken und ja, stellen mit Know-how und Ingenieuren zur Verfügung. Danke. Vielen Dank. Guten Tag zusammen. Mein Name ist Roland Musavi, ich bin einer der Mitgründer von Apacado und mit Apacado entwickeln wir die LKW-App. Zu Beginn meines Vortrags möchte ich mit einer Frage reinstarten und zwar, wer von Ihnen kennt die Situation, dass man nach einem stressigen Arbeitsalltag nach Hause kommt und in der Innenstadt noch nach einem Parkplatz suchen muss und dafür gerne mal mehr als 10 Minuten braucht? Einmal die Hand heben bitte. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Leute. Bei uns in Köln braucht dieser Vorgang gerne mal 10 Minuten. Und wir fahren mit einem Auto bzw. einem Kleinwagen. Nun stellen Sie sich das Ganze mal nicht mit einem Kleinwagen vor, sondern mit einem LKW. Ein LKW-Fahrer bekommt grundsätzlich kurz vor Ende seiner Lenkzeit ein Signal, dass seine Fahrzeit bald endet und dann beginnt der Prozess. Der LKW-Fahrer fährt den ersten Parkplatz an in der Hoffnung, dass der Parkplatz frei sein wird und dass er noch einen freien Parkplatz finden kann. In den meisten Fällen ist der Parkplatz aber dann, je nach Uhrzeit, schon belegt. Das heißt, der LKW-Fahrer hat, wie vorher auf dem Bild gezeigte Situation, dass er sich gerade noch so vom Parkplatz wieder runterquetschen kann und fährt den nächsten Parkplatz an. Und auch dieser Parkplatz ist wieder voll. Der Fahrtenschreiber sendet jetzt schon zum dritten Mal ein Signal, dass der LKW-Fahrer nun endlich mal den Motor ausschalten soll, weil seine Lenkzeit vorbei ist. Und so entscheidet der LKW-Fahrer sich auf dem dritten Parkplatz dazu, sich an die Einfahrt zu stellen, weil der Druck ist da und er hat keine Hoffnung mehr, einen weiteren Parkplatz zu finden. Diese Herausforderungen stellen sich täglich mehrere 10.000 LKW-Fahrer in ganz Europa. Das Problem hierbei ist, dass sowohl LKW-Parkplätze fehlen, als auch die Transparenz darüber fehlt, welche LKW-Parkplätze überhaupt noch frei sind bzw. verfügbar sind. Doch damit ist jetzt Schluss. Mit Apacado entwickeln wir die LKW-App. Und mit der LKW-App bieten wir ein intelligentes Parkleitsystem für LKW-Fahrer, um den Parkplatzsuchvorgang zu vereinfachen, mithilfe einer intelligenten und einfachen, intuitiven Smartphone-App. Die Smartphone-App basiert auf 3 Säulen. Die erste Säule sind Daten. Wir haben mithilfe eines datengetriebenen Ansatzes, Big Data und Machine Learning-Verfahren, es geschafft, die Auslastung von über 10.000 Lkw-Parkplätzen in ganz Europa zu analysieren und können eine Vorhersage darüber treffen, wie voll Lkw-Parkplätze in den nächsten Stunden sein werden, beziehungsweise wie voll sie gerade sind. Die zweite Säule des Systems ist die Community. Wir haben heute schon viel über Vernetzung gehört. Auch in unserem Fall spielt die Community eine große Rolle, denn sie hilft uns dabei, unsere Daten, unsere Vorhersagen zu validieren, zu verbessern und weitere Lkw-Parkplätze sozusagen auf unserer Karte bunt zu gestalten, durch eine intuitive und einfache Ampel-Auswahl. Die dritte Säule unseres Systems ist das dynamische Routing. Wir können jedem Lkw-Fahrer einen individuellen, optimalen Parkplatz vorschlagen, indem wir das Fahrzeug mit einbeziehen, die restlich verfügbare Lenkzeit und die Präferenzen des Fahrers und somit den Lkw-Fahrer zu seinem individuell optimalen Parkplatz leiten. Somit haben wir ein System geschaffen, was auf der einen Seite den einzelnen Lkw-Fahrer individuell betrachtet und den Lkw-Fahrer zu einem optimalen Parkplatz bringt und auf der anderen Seite das System ganzheitlich betrachtet und die Lkw-Fahrer ganzheitlich optimal auf die verfügbaren Parkflächen verteilt.
Somit können wir die Parkplatzsuchzeit deutlich einschränken, was nicht nur ein Vorteil für den Lkw-Fahrer ist, weil er weniger Stress hat, sondern auch ein Vorteil für den Transportunternehmer. Hier gezeigt für einen kleinen Transportunternehmer mit ca. 20 Fahrzeugen. Das Potenzial, das Einsparpotenzial ist sowohl auf der zeitlichen Seite als auch auf der ökonomischen und vor allem auch auf der ökologischen Seite enorm. Und durch unser System machen wir einen großen Schritt dorthin, dieses Einsparpotenzial auch zu nutzen. Unser Unternehmen gibt es seit dem 7. Februar 2020. Wir sind inzwischen ein Team von 14 Leuten und bekommen aktuell sehr, sehr gutes Feedback für unser System, gewinnen gerade die ersten Kunden und sind offen dafür, auch weitere neue Lösungen zu finden. Unser Fokusthema ist gerade Parken. Wir haben eben gehört, man soll erstmal auf ein Thema fokussiert bleiben. Deswegen momentan ist unser Fokusthema Parken, doch wir möchten uns auch langfristig öffnen und weitere Lösungen finden. Wir hatten heute schon ein paar gute Gespräche zum Thema E-Mobilität zum Beispiel. LKW-Ladestationen für E-Trucks finden, könnte ein nächstes Thema sein. Und wir sind offen und freuen uns auf Gespräche und Ihren Besuch an unserem Stand. Vielen Dank. Und jetzt übergebe ich an Tobias vom MDS. Vielen Dank. Vielen Dank, Roland. Guten Tag zusammen von meiner Seite. Wie verbessern Daten unsere Mobilität? Wir nehmen die nette Dame, die wir schon bei Fairtech kennengelernt haben. Sie sitzt am Frühstückstisch mit einem Espresso natürlich und überlegt sich, wie sie möglichst schnell zu uns hier nach Bern kommt. Ihre App sagt ihr schon, in 2 Stunden unterwegs wird auf der Autobahn, die sie eigentlich nutzen möchte, eine neue Wanderbaustelle entstehen. Das heißt, die Autobahn ist nicht das Mittel der Wahl. Dafür gibt es aber am Bahnhofsparkplatz noch freie Kapazitäten und sie bucht sofort mit der App einen dieser Parkplätze, bucht auch das Zugticket und auch gleich schon den Sitzplatz. Wenn sie dann im Zug angekommen ist, hat sie noch ein bisschen Zeit, sich zu orientieren und sie wird dann 1-2 Stunden, bevor sie am Zielort ankommt in Genf, feststellen, es regnet oder es wird einen starken Regenfall geben, wenn sie ankommt und deshalb wird ihr die App vorschlagen, nicht den E-Scooter zu nehmen wie geplant, sondern gleich schon ein Taxi zu buchen und in diesem Buchungssystem ist dann auch schon hinterlegt, dass der Zug um 10 Minuten zu spät kommen wird. So die Wunschvorstellung. Dort sind wir noch nicht, denn um solche Systeme zu implementieren, müssen Daten geteilt werden. Wir brauchen die Daten von Kartenherstellern, wir brauchen die Daten in diesem Fall von der Autobahn GmbH, wir brauchen Daten der Deutschen Bahn, Daten des Deutschen Wetterdienstes und am Ende auch eine Anbindung an die E-Mobilität und in dem Fall auch den ÖPNV oder das Taxiwesen. Das Problem ist, wir sind in Deutschland, aber ich denke, das trifft sicher auch auf Österreich und die Schweiz zu, nicht Weltmeister beim Datenteilen. Eine neue Erhebung von Anfang des Jahres des Bitkom hat gezeigt, dass 17% der deutschen Unternehmen im Moment ihre Daten teilen. Das ist sehr bedauerlich, denn am Ende bedeuten Dateninnovationen, bedeutet Datenteilen Innovationen. Und wir lassen hier zu viele Möglichkeiten auf der Straße liegen. Hier kommt der Mobility Data Space ins Spiel. Wir sind ein virtueller Marktplatz für Mobilitätsdaten. Unser Auftrag und unser Ansatz ist es, dass wir Akteure aus der Mobilitätslandschaft und aus angrenzenden Sektoren zusammenbringen, vernetzen, dass diese ihre Daten vernetzen und so neue Geschäftsmodelle entstehen oder, wenn Kommunen und Behörden beteiligt sind, auch Lösungen für Probleme, die im Moment noch nicht gelöst werden konnten. Schauen wir uns die Akteure an, die wir beim MDS dabei haben. Bei uns sind zum einen natürlich die großen Player aus der Automobilindustrie mit dabei, Mercedes, BMW, VW. Wir haben aber auch kleinere Unternehmen mit dabei und ich darf da anknüpfen an den Vortrag von Roland. Avocado ist auch bei uns Teilnehmer. Wir haben darüber hinaus auch nicht nur deutsche Unternehmen mit dabei, sondern auch viele aus dem europäischen Ausland, aber auch von anderen Teilen der Welt, wie zum Beispiel Mobileye. Und wir haben nicht nur den Mobilitätssektor erschlossen, sondern auch Nachbarsektoren wie zum Beispiel Versicherer,
Die Hook ist bei uns nicht nur Teilnehmer, sondern Gesellschafter. Die arbeiten mit Automobilunternehmen daran, Daten, bessere Daten zu bekommen, um noch passgenauere Pay-How-You-Drive-Tarife zu erschließen. Und schließlich, das wurde ja aus dem Eingangsbeispiel schon deutlich, haben wir nicht nur Unternehmen der Privatwirtschaft mit dabei, sondern auch Behörden, den Wetterdienst oder keine Behörde, aber sehr nahe dran, die Autobahn GmbH und auch drei Bundesländer, wie zum Beispiel den Freistaat Bayern. Und auf diese Weise haben wir die Möglichkeit, sehr viele Teilnehmer unseres, sehr viele verschiedenartige Akteure der Mobilitätswelt zusammenzubringen, die sonst ohne uns nicht zusammenfinden würden. Wie schaffen wir das? Besonders wichtig ist unser Datenkatalog, den Sie auch gerne auf unserer Homepage einsehen könnten. Wir haben dort verschiedene Kategorien aufgelistet, natürlich Baustellendaten, Verkehrsinformationen, aber eben auch Informationen zum Thema Wetter oder auch zu Bewegungsdaten des Mobilfunks. So, hier endet die Folie, das sollte sie nicht. Wann sollten Sie zu uns kommen? Sie haben Daten, Sie suchen Daten oder Sie suchen Partner und benötigen unsere Unterstützung dabei, einen Use Case zu entwickeln, gemeinsam mit Ihrem Partner und gemeinsam mit uns vom Mobility Dataspace. Vielen Dank. Lara, jetzt übergebe ich an dich. Vielen Dank. Guten Morgen, ich hoffe, ich höre mich gut. Ich möchte heute die Frage beantworten, sind Multipurpose automatisierte Fahrzeuge vielleicht die Zukunft? Und die Zukunft spreche ich von der Stadtlogistik. Warum braucht es überhaupt automatisierte Fahrzeuge? Nun, die Herausforderungen sind ziemlich groß. Wir haben viele Stakeholders im Supply Chain Management in den Städten. Einerseits natürlich die Städte, die immer mehr Nachhaltigkeit fordern. Und da geht es nicht nur, sage ich immer wieder, um Paketlieferdienste. Die machen rund 10% vom ganzen Kuchen aus. Aber das ganze Supply Chain Management muss nachhaltiger werden. Dann haben wir die Endkunden. Das kann sowohl Business- wie auch Privatkunden sein. Die möchten immer mehr Flexibilität, das heißt immer schneller beliefert werden. Und dann haben wir die Logistiker, die das Ganze abfangen müssen. Das heißt, sie müssen nachhaltig liefern, flexibel und dann natürlich auch noch irgendwie Gewinn machen. Und das ist das große Problem mit den heutigen Lieferdiensten. Sie sind zum Teil einfach nicht mehr kostendeckend und natürlich auch nicht nachhaltig. Wie würde denn jetzt eine ideale City-Logistik aussehen? Also wir stellen uns das so vor, wenn man das an einem ganzen Tag messen würde. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist ein Fahrzeug, die all diese Teilschritte machen würde, dass man frühmorgens das Fahrzeug idealerweise automatisch beladen und dispatchen kann. Und dann werden so die ersten Lieferungen frühmorgens in den Städten stattfinden. Das sind Primary Sectors, also wirklich Lebensmittelläden werden beliefert, Apotheken, Drogerien und dann kommt so die erste Welle vom E-Commerce, den wir alle kennen, das ist so zwischen 8 Uhr bis 11 Uhr und dann werden wieder Food-Lieferungen gemacht, während 1-2 Stunden und dann kommt die zweite Welle bis frühabends vom E-Commerce und dann haben wir ein bisschen so das On-Demand-Service-Angebot. Das kann von Essenlieferungen bis Retouren, ist übrigens ein sehr großer Aspekt. Ungefähr ein Drittel der Lieferungen werden wieder zurückgeschickt. Also man muss nicht nur daran denken, Waren in die Stadt zu bringen, sondern auch wieder aus der Stadt zu holen. Dann gibt es Abfallmanagement, es gibt aber auch Wäscheservices etc. Also es ist wirklich sehr viel möglich. Die große Frage ist jetzt, kann ein normaler Lieferdienst oder der Supply Chain, den wir heute kennen, das überhaupt ausführen? Was sind die Anforderungen? Also man müsste natürlich erstens mal ein Fahrzeug haben, das ein sehr flexibles Design hat. Könnte man sagen, kann ja jedes Fahrzeug eigentlich bekommen, ein flexibles Design? Ja, möglicherweise. Es muss aber auch ungefähr 19 Stunden pro Tag verfügbar sein. Das ist dann wieder ein Thema. Hat man genügend Leute, die das auch betreiben können? Und diese Fahrzeuge müssen integrierbar sein in diese automatisierten Warehouses, die wir immer mehr haben, in diese City-Logistik-Center, die man bauen wird in Zukunft. Und sie müssen eben vernetzbar sein, damit wir überhaupt all diese
ja, Dinge, die wir machen möchten, 24 Stunden machen können. Man kann sich das vielleicht ein bisschen als ein Liefertaxi vorstellen, das jederzeit auf Abruf sein müsste. Und das kann leider nicht erfüllt werden mit den klassischen Lieferfahrzeugen. Wir bei Luxo haben ein automatisiertes Fahrzeug gebaut, das ist auf öffentlicher Straße gefahren, zurzeit, es wurde erwähnt, überwacht und trotzdem selbstfahrend. Es ist soweit flexibel, dass es eben ziemlich schnell in seinem Innendesign geändert werden kann. Man kann Boxen entfernen innerhalb von Minuten und Paletts reinmachen, damit man sowohl Businesskunden wie auch Privatkunden einfach beliefern kann. Es ist natürlich jederzeit verfügbar, also es muss geladen werden, ja, und kann natürlich integriert und vernetzt werden. Ich könnte natürlich noch viel zu Luxo erzählen, aber nur mal kurz zum Abschluss, was sind denn die Vorteile von diesen Multipurpose automatisierten Fahrzeugen? Für die Lieferdienste und der Logistik ist es ganz klar die Kostenreduktion, für die Städte sind es weniger CO2, weniger Stau und für die Endkunden ganz klar reduzierte, man sagt, reduzierte tödliche Verkehrsunfallrisiko, das ist natürlich sehr positiv, aber auch sehr erhöhte Flexibilität in Ihrem Einkaufsverhalten. Vielen Dank. Ja, ein herzliches Hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Nina Schamba und ich bin strategische Produktmanagerin bei Urban Connect. In meiner Rolle bin ich unter anderem für die Weiterentwicklung unseres Produkts, aber auch für die strategische Partnerschaft mit der SBB zuständig. In den nächsten 5 Minuten möchte ich gerne auf die Rahmenbedingungen einer strategischen Partnerschaft zwischen einem innovativen Startup wie Urban Connect und einem etablierten Unternehmen wie der SBB eingehen und an unserem Beispiel belegen, dass Vernetzung tatsächlich erfolgreich funktionieren kann. Ich hoffe, damit ein paar spannende Einblicke bieten zu können und vielleicht auch all diejenigen zu motivieren, die auf Startup- oder Unternehmensseite an einer ähnlichen Kooperation interessiert sind. Für all diejenigen, die Urban Connect nicht kennen, wir sind die führende Schweizer Anbieterin für multimodale und nachhaltige Mitarbeitermobilität in der Schweiz. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, quasi Unternehmen dabei zu unterstützen, ihre Mobilitätsemissionen zu reduzieren. Dazu haben wir eine selbstentwickelte Plattform und App entwickelt, über die wir Mitarbeiter Zugang zu einem Ökosystem an emissionsarmen und geteilten Fahrzeugen oder Fortbewegungsmitteln zur Verfügung stellen. Ganz konkret heißt das, dass man auf unserer Plattform E-Scooter, E-Bikes und E-Autos reservieren, buchen, öffnen, schließen und auch abrechnen kann. Dank unserer Partnerschaft mit der SBB haben wir seit diesem Jahr auch eine ÖV-Buchungsstrecke in unsere App integriert. Alle Services werden gebündelt in einem intelligenten Mobilitätsbudget, was Firmenkunden dabei unterstützt, Mobilitätsressourcen effizient zuzuordnen und dadurch Kosten, Zeit zu sparen und auch Emissionen zu reduzieren. Viele Unternehmen haben heutzutage schon Bestreben, in nachhaltige Mobilität zu investieren. Ihnen fehlen die richtigen Mittel. Hier möchten wir mit unserer Partnerschaft mit der SBB ansetzen und die richtigen Mittel zur Verfügung stellen. Der Hauptbestandteil unserer Partnerschaft liegt in der Exploration, der Entwicklung und aber auch der Vermarktung einer multimodalen Unternehmensmobilitätslösung. Urban Connect oder das übergeordnete Ziel ist dabei immer, dass wir Mitarbeiter dazu bewegen wollen, mehr ÖV und geteilte Fortbewegungsmittel zu nutzen und immer nur dann auf das eigene Fahrzeug zurückzugreifen, wenn das tatsächlich sein muss. Urban Connect bringt in die Partnerschaft insbesondere die technische Infrastruktur der Plattform dazu ein, die wir selbst entwickeln, stetig weiterentwickeln und auch bereits bei mehr als 50 Schweizer Kunden schon erfolgreich im Einsatz haben. Die SBB unterstützt insbesondere mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung und aber auch mit ihrem Sales-Netzwerk und Sales-Team. Wie kam es zur Partnerschaft? Anfang des Jahres hat die SBB eine Ausschreibung unter 10 europäischen Mobilitätsanbietern gemacht, weil sie auf der Suche nach einem geeigneten Partner für die Entwicklung einer multimodalen Unternehmenslösung war. Urban Connect hat sich im Zuge dessen beworben und gegen die Mitbewerber erfolgreich durchgesetzt und darauf sind wir bis heute auch noch sehr stolz. Insgesamt haben wir uns 4 Ziele gemeinsam mit der SBB für die Partnerschaft gesetzt. Das erste ist, dass wir gemeinsam führende Anbieter in der Schweiz für multimodale Unternehmensmobilität sein wollen. Dazu positionieren wir uns als Pioniere und als fortschrittliche Unternehmen im Markt.
Wir möchten Unternehmen dabei unterstützen, ihre CO2-Ziele zu erreichen und Emissionen zu verstehen und auch zu kontrollieren und reduzieren. Dazu entwickeln wir gemeinsam modernste Mobilitätskonzepte, immer mit dem übergeordneten Ziel, dass wir den Modalsplit in der Schweizer Bevölkerung zugunsten mehr nachhaltiger Fortbewegungsmittel bewegen möchten. Dass es wirklich funktioniert und darauf sind wir sehr stolz, ist, dass wir innerhalb einer kurzen Zeit nicht nur eine vertrauenswürdige Partnerschaft geschaffen haben, sondern auch ein innovatives, stabiles und von Nutzern geliebtes Produkt erschaffen konnten. Wir haben auch eine gewisse Erfolgsbilanz schon erkennen können, indem wir das Produkt bei namenhaften Firmen hier einige Beispiele platzieren konnten und tatsächlich im Zuge diverser Pilotprojekte feststellen konnten, dass wir eine Verhaltensänderung erreichen konnten. Das heißt, das eigene Auto wurde, nachdem unser Produkt im Unternehmen eingeführt wurde, weniger häufig genutzt und stattdessen wurde die Flexibilität der verschiedenen Mobilitätsmöglichkeiten geschätzt. Generell sind wir dankbar und stolz, dass wir schon mit sehr, sehr vielen Unternehmen, international und auch bekannten Unternehmen zusammenarbeiten können und unser Portfolio ständig wächst. Heute lag jetzt der Fokus sehr stark auf der Kooperation mit der SBB und dem gemeinsamen Mobilitätsbudget, was wir geschaffen haben. Wir machen aber noch viel mehr. Für all diejenigen, die es interessiert, kommt doch gerne an unserem Stand vorbei und sprecht mit uns darüber. Unser Fazit an der Stelle ist aber, dass uns die letzten Monate gezeigt haben, dass die Vernetzung zwischen Urban Connect und SBB sehr wohl funktioniert und dass Vernetzung etwas Gutes ist, wo wir nur motivieren können, auch da rein zu investieren. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Gerne würde ich nochmals alle sechs auf die Bühne bitten und auch großes Kompliment. Die Überleitung hat hervorragend funktioniert. Ich sehe da viel Talent und lasse mich da auch gerne ersetzen. Es sind ein paar Fragen eingegangen. Ich möchte gerne die Fragen aus der App stellen und starten wir doch mal für die Frage, was waren denn die größten Herausforderungen? War es eher die Finanzierung, Fachkräfte zu finden, Partner, das Ökosystem zu bewirtschaften? Wer mag hier zuerst antworten? Geben wir vielleicht da noch eine Pause und lassen die anderen noch zu Wort kommen? Ich kann einfach mal anfangen und dann ein paar Worte dazu. Also ich glaube, die Herausforderungen sind genau alle, die Sie genannt haben. Es ist nicht nur, dass man eine entsprechende Finanzierung braucht, um ein Produkt auf den Markt zu bringen, das man ja zuerst entwickeln muss und dann entsprechend auch die Umsätze generiert. Aber natürlich auch das Thema Fachkräfte ist ein wichtiger Aspekt, auch mit den Kunden einzubeziehen, um zu wissen, okay, was wird benötigt, was könnte man sich vorstellen. Also man muss wirklich hier alle Aspekte gleichzeitig abdecken, um letztendlich erfolgreich zu sein. Darf ich Sie alle bitten, noch ein bisschen nach vorne zu kommen, weil auch vom Licht her und dann sind wir dem Publikum etwas näher. Dankeschön. Ergänzungen hier? In unserem Fall war die Herausforderung, dass unser Netzwerk eben aus sehr vielen unterschiedlichen Playern besteht und wir mussten es schaffen, dass wir ganz zu Beginn so unterschiedliche Player wie die Deutsche Bahn, Automobilhersteller, Start-ups, ÖPNV gleichzeitig zu diesem Projekt dazu zu bekommen, auch mit Hilfe der Politik, denn da gibt es ansonsten großes Misstrauen und dass uns das gelungen ist in dieser Anschubphase, das macht uns sehr stolz. Das stelle ich mir bei allen sehr schwierig vor, weil man sucht ja gerade die Startup-Welt, um Freiheiten zu haben, innovativ zu sein und nicht um politisch und diplomatisch agieren zu müssen. Und da muss man mit diesen großen Corporates sprechen können. Braucht man da Erfahrung in der Corporate-Welt oder lernt man das halt einfach dazu? Schaue ich jetzt vielleicht gerade Ihnen in die Augen. Also ich denke, Erfahrung ist nie schlecht, aber meistens hat man die nicht als junger Startup-Gründer. Das heißt, man lernt dazu, aber also in unserem Fall war es ja auch so, dass wir eine neue Innovation entwickelt haben, die der Markt kennt die noch nicht und wir kannten den Markt auch noch nicht. Von dem her war es ein Kennenlernen von beiden Seiten. Das heißt, wir mussten erstmal verstehen, was für Anforderungen bestehen überhaupt an unsere Technologie und sie mussten verstehen, was kann unsere Technologie. Also von dem her war es ein gegenseitiges Lernen und ja, Wachsen in dem Sinn. Was war der Auslöser? Wie kommt man auf so eine Idee? Also bei uns war es typisch bottom-up von der Forschung. Wir haben autonome Systeme als Software entwickelt und dann eine Anwendung gesucht in dem Sinn und
unsere Idee war eigentlich, dass, also für uns hat es am meisten Sinn gemacht, das eben dann in Lieferfahrzeuge zu integrieren. Genau. So. Schön zu sehen, dass auch die Forschung dann viele solche Cases generiert, wahrscheinlich auch mit InnoSwiss in Kooperation. Weitere noch Ergänzungen? Ja, ich glaube, die Challenges, wenn Startup und etablierte Unternehmen aufeinandertreffen, sind schon auch prozessbedingt vielleicht aufgrund der unterschiedlichen Herangehensweise oder Arbeitsweise. Aber ich glaube, gerade das ist ja auch, was etablierte Unternehmen bei Startups suchen, dass wir vielleicht als Startup, als Schnellboot agieren können und Dinge schneller voranbringen können, als es im Unternehmen möglich ist. Sicher ein Wandel da im Denken, dass die Firmen merken, unsere Kultur ist vielleicht etwas gesetzter, aber dank diesen wilden Typen werden wir auch selber wieder ein bisschen jünger. Dann, ich muss Refresh drücken, dass wir da die aktuellsten Fragen sehen. Sind deutschsprachige Länder ein guter Ort für Unternehmensgründungen? Da schwingt vielleicht ein bisschen die Idee mit Silicon Valley, da wird alles gemacht, hier ist es viel schwieriger. Ich bekomme da schon ein Grinsen. Was heißt das? Ja, Katastrophe in Europa. Ja. Also, wenn man sich anschaut, wie es in Amerika zugeht oder in asiatischen oder im arabischen Raum, da kriegt man relativ schnell Budget und Möglichkeiten. In Europa überhaupt nicht. Das sieht man auch an den erfolgreichen Firmen. Es gibt in Europa so gut wie keine nennenswerte Softwarefirma außer SAP. Also sind wir weit hinten nach. Ja. Ist das wirklich Europa oder ist das Schwarz-Gold-Rot? In die Runde gefragt. Schweiz und Österreich, Beipflichtungen, Gegenstimmen? Ich würde dem Ganzen auf jeden Fall genauso zustimmen, weil wir erleben es natürlich bei den Lkw-Fahrern in Deutschland oder auch in ganz Europa sind Lkw-Fahrer unter jeglicher Flagge unterwegs und dementsprechend auch unter jeglicher Sprache. Und wir als ganzheitliche App müssen natürlich da auch darauf achten, dass wir da jeden mit abholen und dementsprechend größere Schwierigkeiten, sage ich mal, haben, da jeden mit zu inkludieren, als wenn wir das Ganze jetzt in einem Silicon Valley aufbauen würden, wo ich glaube, die Sprachbarriere geringer ist als jetzt in Europa. Da wollte ich noch nachfragen. Lkw, wie kommt man auf die Idee? Die meisten von uns kennen die Lkws aus dem Rückspiegel. Genau so. Also mein Mitgründer ist während seiner Studienzeit sehr viel gependelt und hat die eben auf dem Bild gezeigte Situation einfach sehr oft beobachtet. Wir haben uns mehr mit dem Thema beschäftigt und haben Studien dazu gefunden, dass tatsächlich das Problem existiert und dass auch nach einer Lösung von der Privatwirtschaft gesucht wird. Und dementsprechend haben wir uns dann weiter damit beschäftigt, haben unser Team zusammengesucht und das Ganze vorangetrieben. Sehr interessant. Ich fand die Randbemerkung auch spannend. Vielleicht kommen dann die E-Ladestationen dabei und da hofft wahrscheinlich jeder von euch, ihr seid dann die Plattform, wo es in Zukunft abgeht. Und ich denke, da habt ihr auch durch eure Gründungen gute Voraussetzungen schon mal geschaffen. Jetzt gibt es auch noch persönliche Fragen, nämlich an Tobias, wie wird Datenschutz behandelt? Steht genau so, jetzt muss ich zuerst... Ja, Datenschutz ist für uns natürlich absolut im Fokus und weil wir gerade waren bei den Unterschieden auch zum Silicon Valley, das ist natürlich ein zentrales Thema. Datenschutz übrigens nicht nur bei den Verbrauchern, sondern auch Datensouveränität bei den Unternehmen. Wir sind ja eine B2B-Plattform oder B2G, wie es jetzt häufig auch heißt. Für was steht das G? Government. Also bei uns sind auch Behörden mit dabei. Und alle eint die Sorge, dass mit den Daten etwas passieren könnte, was so nicht gewünscht ist. Und deshalb ist unsere Plattform, ich habe ja sehr viel über den Broker gesprochen, also über die Datenvermittlungsdrehscheibe, aber wir haben auch eine Infrastrukturkomponente, die den Datenaustausch an sich ermöglicht. Und die sieht eben vor, einen dezentralen Datenaustausch direkt zwischen den jeweiligen Partnern. Wir kriegen keine Daten, keine Rohdaten. Und das ist im Kontext Datenschutz und auch Datensouveränität unseren Teilnehmern extrem wichtig. Wir haben es ja gehört, nur 17% sind bereit, die Daten zu teilen. Also viele haben ja noch gar keine Daten. In den älteren Unternehmen sind die Sensoren vielleicht auch noch nicht überall vorhanden. Und dann nur 17%. Wie bringt man das jetzt hoch, nebst der Vertrauensbasis, die es braucht und entsprechenden Regulierungen? Gibt es da noch Ergänzungen? Bereitschaft, Daten zu teilen? Also ich glaube, den Kulturwandel an sich, den wird man nicht in der Schnelle der Zeit hinbekommen. Wir sehen halt, dass vieles im Moment über regulatorische Vorgaben auch aus Brüssel geschieht, also in Form von Pflichten und hoffen, dass natürlich in diesem Zuge die Unternehmen sagen, naja, bevor wir jetzt zu allem Möglichen gezwungen werden, gehen wir das Thema Datenbereitstellung eben proaktiv an und nutzen solche Möglichkeiten wie beim MDS,
um mit unseren Daten etwas großzügiger umzugehen und da auch Geschäftsmodelle draus zu machen. Es ist ja nicht gratis, sondern ich kann die Daten an der Stelle auch veräußern. Herzlichen Dank, das war schon die schöne Überleitung. Danach am Nachmittag fragen wir auch, wie die Rolle des Staates damit einspielt. Das vertiefen wir noch. Gibt es von jemandem von Ihnen noch einen Wunsch ans Publikum? Was können wir tun, damit eben diese Startup-Landschaft noch besser wird? Ich glaube, generell einfach mit Offenheit sozusagen neuen Innovationen entgegentreten, vielleicht nicht zu sehr in dem haben wir immer schon so gemacht, in Denken verbleiben, sondern einfach mit Leuten sprechen, sich vernetzen und ja, Offenheit mitbringen. Also Kaffee-Dates hier sind genau. Und da kommen wir nachher gleich dazu. Weitere Wünsche noch, Erkenntnisse, Anliegen? Mir fällt noch ein Witz ein, eventuell ein Amerikaner, ein Asiate und ein Europäer treffen sich und sagen, wir haben eine innovative Idee. Der Amerikaner sagt, ja, wir können gut Software, ich bringe die Software. Der Asiate sagt, wir haben Rohstoffe, wir bringen die Rohstoffe. Und der Europäer sagt, ja, wir machen die Regulatorien. Ne? Das wäre schon fast ein Schlusswort, aber ich mag Zynismus nicht, also lassen wir noch offen. Ja, wer mag sich noch ergänzend äußern und abschließen? Ich glaube, neben der Offenheit auch das Thema, dass man auch Benefits darin sieht. Ich glaube auch, was das Thema Datensharing betrifft, man hat oft so eine gewisse Grundangst, was damit passiert und ob das vielleicht aus der Hand gleitet. Ich glaube, wichtig ist, dass man auch sieht, dass das oft dann gemeinsame Win-Win-Situationen entstehen, die man auch für sich selbst im Unternehmen nutzen kann. Also es geht nicht nur um Mindset, sondern wenn ich Mehrwerte sehe, dann findet Transformation statt. Ganz so banal genau. Ist das. Ich glaube, das nehmen wir als Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, sehr spannend, auch sehr präzise auf den Punkt gebracht. Schön waren Sie alle da. Vielen Dank. Okay.